spannende Gesamtkonstellation. Niko Kovac bei seinem Ex-Club, dessen Fans er unter der Woche geradezu abgefeiert hat, verbal. Und die Eintracht natürlich hoch motiviert. Frankfurt kontert. Dost auf Paciencia. Ein Übersteiger vor Bayern Boateng. Foulspiel. Es gibt Rot gegen Jerome Boateng. Notbremse. Hier ist was los. Rechts rausgespielt auf Da Costa. Flachpass in die Mitte. So, abgefälscht. Kostic. Tor. Philipp Kostic. Und irgendwie mogelt die Eintracht den Ball rein. Es steht 0:2 aus Sicht des FC Bayern München. Genau in dieser Sekunde trifft Jibril Sow für Eintracht Frankfurt. Abgefälschter Ball und am zweiten Pfosten, da lauert der Schweizer Nationalspieler. Was ist das für ein bitterer Nachmittag für den FC Bayern München? Robert Lewandowski allein gegen halb Hessen. Und es steht nur noch 2:1 für Frankfurt gegen München. In die Eintracht mit Da Costa. Flanke in die Mitte, das muss es sein, das ist das Tor! Und David Abraham, 3:1. Und ich sag noch, geht aufs dritte Tor, liebe Freunde. Und es steht 3:1 für Frankfurt gegen München. So viel passiert im Minutentakt. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Jetzt Ecke, Frankfurt, Tor, Hinteregger, 4:1, Entscheidung. 61. Spielminute, die Ecke von der rechten Seite kommt von Sow und in der Mitte steht der Hinti und schädelt ihn rein, der Publikumsliebling. Frankfurt 4, München 1, was bitteschön ist denn hier heute Nachmittag in Hessen los? Tor in Frankfurt! Unfassbar! Es wird richtig bitter für die Bayern. 5:1, Gonzalo Paciencia, und er muss den Ball nur über die Linie drücken, weil sein Landsmann André Silva gerade eingewechselt. Halb München narrt. 5:1, ein Festtag für Frankfurt, ein Horrortag für alle Fans des FC Bayern München, des einst großen FC Bayern München. Es ist Schluss in Frankfurt. Die Demontage 2.0 ist perfekt. Frankfurt 5, Bayern 1. Ich bin sehr gespannt, was das für Konsequenzen haben wird. Ehrlich, abonniert doch den Kanal Fußball 2000.